Servus Freunde, willkommen zum neuen Video. In einem anderen Video habe ich ja euch mal gezeigt, wie ihr den Antrieb am Bike reinigen könnt. Und heute wollen wir mal ein bisschen weiter ins Detail gehen. Und zwar wollen wir mal direkt das Schaltwerk einfach nur reinigen, beziehungsweise richtig die Schaltröllchen warten. Wenn ihr das Bike ordentlich putzen wollt, ist das wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr die Schaltröllchen ordentlich sauber macht, weil dort läuft die Kette drin und wenn die sich wirklich mit Schmand zusetzen, dann läuft die Kette nicht ordentlich und das kann zu Problemen am Schaltwerk einfach führen. Alles, was ihr tun müsst, ist einfach das Bike auf den Kopf stellen oder wie ich hier in den Montageständer und dann kann es schon losgehen. Als erstes, falls ihr nicht so ein Knopf habt, wo ihr das Schaltwerk sperren könnt, das heißt, wenn ich den unteren Käfig nach vorne klappe, zack, und hier auf den Knopf drücke und es loslasse, hält mein Schaltwerk so. Falls ihr das nicht habt, baut bitte eure Hinterfelge aus. Bei mir, Gott sei Dank, ist es so und die meisten Schaltwerke heutzutage haben ja diese Funktion. Bevor ihr die Schaltröllchen ausbaut, achtet darauf, wo welches Schaltröllchen sitzt. Bei mir ist es oben das kleine und unten das etwas größere. Das müsst ihr wirklich merken, nicht dass ihr es am Ende falsch zusammenbaut. Das wäre ärgerlich. Und natürlich müsst ihr auf die Laufrichtung achten. Auch die Schaltröllchen haben eine Laufrichtung, auf die müsst ihr wirklich achten. Stehen bei manchen Schaltwerken bzw. Schaltröllchen stehen die drauf, bei manchen ist es egal. Bei mir zum Beispiel ist es egal, deswegen kann ich es euch leider nicht zeigen, wo die genau steht. Als erstes bauen wir das untere Schaltröllchen aus. Dazu braucht ihr einfach nur einen 3er Imbus. Allgemein braucht ihr für die ganzen Arbeiten ein Werkzeug nur einen 3er Imbus und schraubt hier die Schraube einfach locker. Zack. Rausschrauben. Zieht die Schraube vorsichtig raus, legt diese erstmal zur Seite und nehmt das Rad raus. Vorsicht, hier sind kleine Unterlegscheiben bzw. kleine Platten, haltet das fest, dass sie nicht verloren gehen und legt auch erstmal dieses Schaltröllchen zur Seite. Als nächstes bauen wir das obere Schaltröllchen raus, auch einfach da die Schraube lösen. Seht ihr, der Käfig geht schon auseinander. Hier rausschrauben einfach. Schraube herausziehen und auch hier sind Blättchen bzw. Platten, die auch festhalten, rausnehmen und die Käfigseite wegziehen. Wenn ihr die Schaltröllchen ausgebaut habt, habt ihr hier das einzelne Käfigteil noch am Schaltwerk baumeln. Ich würde jetzt erstmal damit anfangen, dieses ordentlich zu reinigen. Nehmt euch einfach ein Tuch mit ein bisschen Reinigungsmittel drauf und wischt das erstmal schön ab, damit die ganze Geschichte ordentlich sauber ist, von allem Dreck befreit ist, von alten Ölen, Fetten etc., dass damit alles Schöne weg ist. Wenn wir das erledigt haben, gehen wir zu den Schaltröllchen. Als nächstes nehmen wir das andere Käfigteil und mischen dieses auch erstmal richtig schön sauber, so dass aller Dreck und alle alten Fette etc. alles erstmal schön weg ist. Legen das erstmal zur Seite. Dann nehmen wir das kleine Schaltröllchen, nehmen die erste Platte runter, zack, und die zweite Platte runter und wischen auch dort die Schaltröllchen. Ihr seht hier befindet sich ein Kugellager. Manche Schaltwerke haben dieses Kugellager noch, andere nicht. Ich würde euch nicht empfehlen, dieses Kugellager auseinanderzunehmen, sondern einfach hier auch mit dem Lappen das schöne sauber wischen, dass das alte Fett, alte Öl, alles schöne weg ist. Und wenn ihr das erledigt habt, geht ihr einfach mit dem Tuch und den Reinigungsmittel einfach so die Zacken entlang und zieht immer das Tuch so runter an den Zacken. Damit nehmt ihr den ganzen Dreck, ihr seht, von dem Schaltröllchen herunter. Könnt ihr auch nochmal umdrehen, falls ihr mit dem Daumen groß drauf drückt. Okay, danach nehmen wir die zwei Platten, die auf dem Schaltröllchen waren, und machen die auch schöne, richtig schöne clean. Schön in dem Tuch hin und her wischen, so dass sie schöne sauber werden. Und dann fangen wir mit dem zweiten Schaltröllchen an, auch dieses schöne sauber machen. So ein oberes Schaltröllchen habt, wie ich es habe, hier oben, das mit dieser kleinen Kante oben, kann ich euch noch einen kleinen Tipp dazu geben. Falls sich dort der Dreck richtig festsetzt, nehmt so einen kleinen Schlitzschraubendreher und geht einfach hier so an der Kante lang. Damit bekommt ihr den Dreck runter, der sich richtig hier in die kleine Nut gesetzt hat, ordentlich und schöner weg. Wenn ihr die ganzen Teile gereinigt habt, könnt ihr das Schaltwerk schon wieder zusammenbauen.
Falls ihr euch fragt, was mit der Fahrradkette ist, die könnt ihr einfach erstmal ignorieren. Die braucht ihr nicht auseinandernieten oder das Kettenschloss aufmachen. Die könnt ihr einfach baumeln lassen. Wenn ihr die ganze Sache ordentlich und super gereinigt habt, nehmt ihr wieder als erstes das obere Schaltröllchen, schiebt die Schraube oben ein, nehmt euren Käfigteil, was ihr dazu habt, setzt das Schaltröllchen ein. Wie gesagt, achtet auf die Laufrichtung und setzt die Schraube drauf ein. Und zieht erstmal locker oben die Schraube an, damit der Käfig erstmal ordentlich hält. So, dass ihr das ordentlich noch bewegen könnt. Wenn ihr oben das Schaltröllchen ordentlich eingebaut habt, nehmt ihr eure Fahrradkette, zack, und legt die erstmal hier so lang. Und könnt ihr erstmal über den Käfig stiegen, dass die wirklich hier lang läuft. Ihr müsst wirklich darauf achten, nicht, dass ihr es falsch rum zusammenbaut. Dann funktioniert euer Schaltwerk wieder nicht. Und das wäre ja ärgerlich. Dann nehmen wir einfach das zweite Schaltröllchen. Legen das zwischen die Kette, das wird ein bisschen tricky, sage ich euch gleich, weil ihr, wie gesagt, die Platten festhalten müsst. Setzt das hier ein, nehmt eure Schraube, fädelt die da durch und fädelt die drüben dran. Und wie bei mir jetzt, seht ihr, die Kette ist leider raus. Jetzt muss ich den Käfig ein bisschen auseinanderziehen, damit die Kette auf das Schaltröllchen kommt. Hat funktioniert und dann einfach das Schaltröllchen festschrauben. Das untere könnt ihr gleich ordentlich und richtig festschrauben und jetzt auch das obere schöne nachziehen. Wie gesagt, ihr müsst darauf achten, wenn ihr die Kette einlegt in die Schaltröllchen, dass die Kette hier oben an dem Schaltröllchen langläuft und bei dem untersten Schaltröllchen dahinter langläuft, dass die Kette auch ordentlich läuft und euer Schaltwerk ordentlich schaltet. Bei dem Zusammenbau müsst ihr darauf achten, wirklich auf die Laufrichtung. Die haben teilweise eine Laufrichtung draufstehen, manche nicht. Da müsst ihr wirklich drauf achten, sonst läuft die Kette auch unruhig. Wenn ihr alles ordentlich wieder zusammengebaut habt, nehmt das Schaltwerk wieder auf Spannung oder baut euer Hinterrad rein. Testet dann, ob das Schaltwerk ordentlich läuft bzw. die Kette sich ordentlich auf dem Schaltwerk dreht. Wenn das so wäre, wäre super. Wenn nicht, müsst ihr die Schaltröllchen nochmal tauschen. Bevor ihr wieder ab auf den Trail könnt, müsst ihr natürlich, wenn ihr die Lager alle schöne sauber gemacht habt, auch wieder neu fetten bzw. neu ölen. Dazu benutze ich den Antriebsreiniger. An dieser Stelle, ich bekomme kein Geld dafür. Ich benutze die Sachen einfach nur, weil ich sie geil finde und sehr, sehr gute Erfahrung damit habe. Deswegen, wenn ihr, wie gesagt, das alles schöne sauber gemacht habt und wieder eingebaut habt, müsst ihr die ganze Geschichte ölen. Einfach von hier oben ein bisschen auf das Schaltröllchen sprühen. Zack. Hier unten mal ein bisschen reinsprühen und einmal durchtreten, damit sich das Öl ordentlich verteilt. Wenn ihr all diese Sachen erledigt habt, habt ihr es geschafft. Ihr habt eure Schaltröllchen ordentlich und gut gereinigt, hoffe ich. Jetzt kann ich es wieder ab auf den Trail gehen und wieder das Bike dreckig machen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine, aber feine Video gefallen. Wenn dem so wäre, Like und Abo nicht vergessen. Ich würde mich mega drüber freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein.